So. Und herzlich willkommen. Ratte zum Großteil quasi. Space Hulk. Deathwing. So. Zweites Kapitel. Devastator, eine Plasma-Kanone. Stay without mercy. The righteous shall prevail. Das Ziel mit dem Ding ist echt nicht einfach. Aber es fühlt sich gut an, damit zu schießen. Oh, und ich sollte. Devastator heilen. Medikits, das heißt, wir müssen nachher irgendwann wohl unser Psi-Portal benutzen. Es gibt jetzt Xenoskultisten mit Schusswaffen. Sehr nervig. Darunter. Attacken. They are using crack missiles. Nein. Our field does not answer. Das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. We located the ancient Dark Angel ship in the heart of the Space Hulk. After finding out that Squad Gideon had been slain, we fought a horde of Xenos as we conducted investigatory missions to uncover this enigmatic vessel from our dark and distant past. Also merken wir uns unter einem Turret into the old ship, while we overcame the energy and psychic defenses created by the Gene Stealers. Hard fought was the battle, but the bridgehead had been established and progress to our objectives continued. Den Imperator. Are the Emperor's Blade.
dann kann ich dir voll zustimmen. We have encountered Gene Stealer hybrids armed with ranged weaponry. They're launching counterattacks against the perimeter, threatening the integrity of the landing zone on the Alethros. Looking at our scan data, the Tech Marines have advised that the hybrids may be able to sever the ship where our squads are currently located, to propel it into the gravity well of the nearby planet. To prevent this, we must disable the propulsion system in this sector. If the enemy succeed, we will be forced to withdraw and return in another costly breaching assault. Precious time and lives will be wasted. The Emperor abhors failure. Mal hier nochmal angucken, die Sturmkanone. Wesentlich. Ich weiß auch nicht, warum das hier mit dem Gamepad dann nicht funktioniert. Also Sturmkanone macht mehr Schaden als der Bolter, ist aber wesentlich schlechter in der Genauigkeit, wie man hier sieht, und das merkt man auch. Die Plasmakanone bei dem war eigentlich ganz okay. Und der behält. Ich wüsste ja echt mal gern, ob der trotzdem heilen kann, wenn der eine Energieklaue trägt. Hast du das schon mal ausprobiert, Alucard, wenn du gerade hier. Mal zuguckst. Hast du es schon mal ausprobiert? Ob der auch heilen kann, wenn er das Nathetikum nicht mit hat? Ich traue mich das irgendwie nicht, das auszuprobieren. Sonst hat der irgendwie überhaupt keinen Sinn, der Typ. Also wenn er nicht heilen kann. Hat er nicht ausprobiert, verdammt. Naja. Würde ich sagen, keine Experimente. Ja, da steht damit, da, dass man damit heilen kann. Ja, ja. Aber wer nimmt denn im Apothekarius seine Heilungskräfte weg? Also, was ist denn das für eine dämliche Option, die die da drin haben? Dann können sie die auch völlig weglassen. Na gut, wir fangen mal von vorne an. We have to quickly destroy the Archaeotech engine. Baffling the dynamics hastily and prudently rather than here. So answers an apothecary. Ich finde ja, davon hätten sie mehr machen können hier. Mehr Unterhaltung zwischen den beiden. Das ist nämlich teilweise echt witzig. So. Wie war das noch? Jetzt habe ich mich hier so lange durchgekämpft und jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ich glaube, ich könnte mal einen Psioniker mit zwei Energie klauen. Der gibt die Option auch. Das könnte man mal testen. Ah! Man müsste die Option haben, nachträglich die Dinger nochmal kicken zu können. Und ich habe schon gemerkt in dem Level, ich habe es bereut, dass ich nicht auf Psionik gescaled habe. Weil der Alucard in seinem Let's Play hatte ja so eine coole Flammenteil. Hab ich aber nicht. Na, dafür verhalten meine Marines ein bisschen mehr aus. Oh, Raketenwerfer!
ballern erstmal ein Magazin in die Luft, bevor wir irgendwas treffen. Yay! Aber wir treffen was! We are the Angels of Death. Hinter uns! Ah, Plasmawerfer regelt. Ach, lass dich nicht beirren, weiterlaufen. Los zusammen. Hallo, Dorf. Oh, ich Idiot. Schon erwähnt, dass ich die Shooter spiele, es hat einen Punkt. Nicht nur die Motion Sickness, sondern weil ich einfach kacke bin da drin. So. Ruhe da unten. Was auch kacke finde, ist, dass man von hier oben nicht runterschießen kann. Also ein bisschen klar, aber sobald man schießt von hier gegen das Geländer, ist halt dämlich. Oh, hier kommen die Treppe hoch. Danke. Dafür hat man seine. Den Kollegen. Wir warten mal, bis sie hier sind. Alleine deswegen müssen die Xenos schon sterben. Sie sind halt doof. Wenn oben an der Treppe jemand mit Maschinenkanone steht, läuft man da nicht noch hoch. Was dann passiert, sieht man ja. Zaum des Imperators und so. Ja, davon hat dieser Xenos Abschaum ja keine Ahnung. Da kommen sie. Und ja. Hat der gerade mit einem Fass nach uns geworfen? Die Maschine genug noch auch mal ein bisschen, hier anläuft, ist ein bisschen im Voraus geschossen. Das pulsiert noch so richtig hier so. Weg damit. Purge! Purge! Nur zurückzubringen damit. Ja, entweder habe ich sie wirklich zurückzugezwungen. Vielleicht bringt ja der Turm jetzt was. Toll. Zumindest weiß ich jetzt, dass da niemand steht. Ah! Ich wollte das Ding auch nicht aktiv lassen. Woher hatte ich das eben aktiviert? Ich glaube so. Ah. Naja, deaktiviert. Es ist immer noch so ein wilder Hybrid zwischen Maus und Gamepad hier. Manche Sachen funktionieren mit dem Gamepad einfach scheiße. So. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen noch da oben. Aber ich habe vom Alucard gehört und habe es eben in meinem Spiel noch gemerkt, hier hinten ist ein Relikt. Deswegen gehen wir erstmal gerade aus. Außerdem sind da unten noch Xenos in diesem Loch, das ich kaputt hauen möchte.
Ah, es funkelt schon. Das kann man übrigens ziemlich gut erkennen. Guck mal, das ist, es gibt immer ein paar Relikte auf der Karte, die man relativ gut erkennt. Ein paar, die irgendwie so irgendwo in der Gegend rumliegen. Yay, wir haben ein Buch. Wir haben ein Buch und wir werden es benutzen. Wenn man es denn könnte in diesem Spiel. Großes Manko übrigens, dass man diese Relikte nicht benutzen kann. Hallo! Spüre die Energiefaust. Durchbruch! Weißt du, als Terminator würdest du normalerweise sagen, Crack Missile. Ist mir relativ Wurst. Weil hier ist das irgendwie das ultimative Gegner. Ja, ja, hier heil mich mal. Was ist da oben? Brothers, claws of the Jets. Stay without mercy! Ach nee, das ist das Turret, was da oben ist. Okay. Warning! Missile launcher! Warning! Missile launcher! Hier gibt's was. Tagesbericht, Maschinenraum, 100% Eingang, bla bla bla. Segnungen. Brennkammern gereinigt worden. Omnissia beschützt. Ja, ja. Oh, der kann wohl schießen. Zorn des Imperators, das Mutanten abschauen. The nests we just discovered.
ganz raus, ob dieser Blitz wirklich nur einen trifft und von dem aus weiter wirft, oder ob der wirklich auch mehrere auf seinem Weg trifft. Jetzt hier mit der großen Welle? Ich denke schon. Kommt noch mal was? Nicht aktivieren. An der Stelle, wo wir eben verreckt sind. Durchrushen hier. Los, Leute, geht durch. So. Rein. So die Kiste. Wow. So, wir müssen jetzt nach hier unten. Nester purgen. Wo ist denn das andere Nest? Ah, da ganz rechts. Okay. Sieht's mit der Gesundheit aus? 8 Medikits ist auf jeden Fall mehr, als ich beim Durchlauf hatte. Rush! Schnell alles aktivieren! Alles kaputt machen! Weapons!
Danke. So, jetzt müssen wir nach hier. Wir könnten hier durchlaufen. Und hier rüber rum. Aber dann sehen wir ja gar nicht so viel. Und ich denke mal, wir müssen ja auch ein paar Relikte noch holen. Also nehmen wir den langen Weg und hoffen, dass wir da Relikte finden. Gesundheit sieht auch nicht besonders gut aus. Aber noch ist es so. Noch geht's. Man kann übrigens seinen Typen hier auch den Befehl geben, die Türen zu öffnen, aber ich mach das lieber selber. So. Nachladen. Hier ziemlich schwer. Das da ist verrammelt. Die ist nur normal blockiert. Nichts, ne? Ist er jetzt gerade mit seinem Missile Launcher hier um die Ecke gekommen? So, jetzt will ich mal doch mal langsam heilen hier. Zumindest meine Kollegen. Ja.
hören, belegt. Ah, das gibt ganz viele Ehrenkills, so oft wie ich hier mit meiner Fist zuhauen muss. Hört ihr das auch? Ich höre das auf jeden Fall. Aber wo ist es? Wo ist es? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier vorne liegt. Ja, es ist ein Schwert! Willenskraft erhöht. Sehr gut. Mehr Psionik. Glaube ich. So, wir müssen auf die andere Seite rüber und dann unten rum. Dann können wir gleichzeitig die Seite schon mal versperren. Blitze gegen die Raketentypen, ja, das könnte ich tun. Siehst du, hier schießt man dann nur gegen das Geländer. So, hier machen wir schon mal zu. Niemand wird durch diese Tür kommen. Im Namen des Imperators. Besser Fußball! Das macht hier so eklige Geräusche. Komm rein. Komm, 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 komm. Ich mache jetzt hier die Tür zu, wenn du da in der Tür stehst. Das wird in meinen Einsatzbericht kommen. Oh Mann, oh Mann. Ich bin ein Depp. Aber ich wollte diese Tür unbedingt zumachen! Schütz. Das hätte man ja auch mal benutzen können, ne? Aber es gibt Punkte, wenn man es zerstört. So. Jetzt müssen wir hier rum, dann können wir da oben rum. Hallo. Hier schon meine Blitze. Hey, ist alles überlebt? Ich habe irgendwie das Gefühl, die 10% mehr Rüstung zahlen sich schon aus, die ich geskillt habe. Ja. Plasmakanone regelt. Hier machen wir zu. Den anderen Weg nehmen wir rein.
da das ja alles Punkte gibt mit dem Verschließen der Tür, nutzen wir das doch. Mal gucken, mal, die ist sogar auf hier. Guck. Ob uns der Imperator damit was sagen würde. Brüder. Zumachen. Slay without mercy. Das ist ein cooler Punkt hier eigentlich zum Verteidigen, nur auf mehreren Ebenen der Stufe stehen und dann ballern. Heil den nochmal. Action complete. So, wir müssen jetzt. Also entweder komplett geradeaus. Und dann hier rum oder nach hier. Ich glaube, wir gehen hier mal den Weg geradeaus durch. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir nachher von der Mission her wieder zurück müssen. Dann können wir dann hier durchgehen. Dann sind wir quasi einen großen Kreis gelaufen. Und hier den Bereich würde ich auch nochmal gerne angucken, die Kaserne. Sind ja hier auf Sightseeing-Tour, nicht wahr? Ist doch Urlaub hier für die für den Deathwing. Hat die Plasmakanone schon geregelt hier. Aber hier war ein Geschütz. Das aktivieren wir jetzt mal. Solange wir noch in der Ecke stehen. Oder man es überhaupt lässt. So, hier unsere Kollegen stellen sich jetzt wieder ein. Ich lade nach. Und wir scannen das Geschütz. Hacken das Geschütz. Sehen, hier ist ein Missile Launcher, da ist ein Missile Launcher. Meine Güte, was ist denn hier los? Stirb, tot den Missile Launcher! Warum lasst ihr den durch? Ich hacke hier gerade. Mann, nicht mal in Ruhe hacken kann man. Nachher eh das Psi-Tor verwenden. Zumindest haben wir zwei Missile Launcher mit dem Ding ausgeschaltet. So, was habt ihr gesagt? Hier mit dem Blitz da rein? Oh, funktioniert, cool. Danke, Alucard. Das ist eine nette Sache. Noch mehr Leute, da ist noch einer. Ah, der kommt jetzt hier in die Ecke. Put.
richtig. So, wir wollten hier geradeaus durchgehen, ne? Also jetzt einfach hier über die Brücke. Lass uns ein bisschen sputen hier. Ein bisschen Meter machen. Ins gute Stübchen und na komm rein hier rein. So. Zack, zu. So. So, und dann müssen wir. Oh, hier ist noch ein Turret. Hacken! Ist ein Missile Launcher ausgeschaltet und jetzt noch ein zweites Turret. Hier ist erstmal nichts zu sehen. Und hier ist die Wand. Vielleicht können wir da doch durch. Mal gucken. Hallo. Hier ist alles töten, was man hier so rumfeucht. Ah, jetzt Mission hier erfüllt, okay. Läuft. Oh, Mission schon Ende?
schwerer Flammenwerfer. Yeah. 61% erst der Relikte. Okay. Grandmaster, we have the opportunity to find out more about the location of the Dark Angel's ship. Affirmative, Brother Epistolary. Place an Augur Primus at the attached coordinates. Place the data transmitter. It will send information about nearby defense and energy systems to Grandmaster Balliol, so that he can triangulate the location of the ancient ship. Okay. Geupdatet oder was? Oder war das? Ah, hier unten, wo wir eben drin waren. Hätten wir ja gar nicht den riesen Umweg laufen müssen. Aber ich guck mir hier noch die Kaserne an auf dem Rückweg. Aber hier haben wir jetzt alles geklärt. Die General Area würde ich eigentlich auch ganz gerne noch angucken. So, einmal zurück. Richtiger Weg. Ja. Jetzt gehen wir danach links unten in die Kaserne. Und da ist ein Turret, den wir benutzen können. Hacken. Oh, hier ist ja die Hölle los. Warum laufen die alle von dem Turret weg? For the Emperor! For the Emperor! So, wo sind meine Kollegen? Hallo, was tut denn hier da oben? Jetzt sollten wir mal hinter uns zumachen. Sightseeing-Tour hier. So, dann gehen wir jetzt hier rum durch die obere Tür durch. Ah, die war gesperrt, oder? Gesperrt? War die gesperrt? Oder haben wir die gesperrt? Gehen wir einfach mal gucken. Zum Not laufen wir dann hier rum lang und laufen dann hier durch die Kaserne. Durch die General Area. So, erstmal machen wir hier das, die Tür zu, weil er bringt ja Punkte. Das ist ja die Tür, oder? Ne, das ist die Tür. So reckless spielen, oder? Könnte man ja echt ohne die Psi-Tore durch.
durch hier. So, jetzt müssen wir nach rechts und dann direkt wieder nach links. Ah, okay, das, die war dauerhaft gesperrt. Okay, dann einmal umkehren. So, jetzt hier Treppe hoch, Treppe runter. Was flüstern? Ah, Rocket Launcher! Das ist irgendwie so eine antike Plattenpatron. Ein paar nette Gewehre. Laserpistolen. Okay. Kardianer. Gut, müssen wir jetzt nach links und dann wieder nach rechts und dann sind wir doch auf dem richtigen Weg. Warum folgen mir meine Kollegen nicht? Stehen da immer noch blöd in der Gegend rum. So, hier folgen. Okay, da sind sie wieder. So, wir müssen jetzt nach unten. Wir haben alle Relikte gefunden, das heißt, wir haben sofort keine Ausflüge mehr. Rechts. Da, wo wir unsere Türen hinter uns verrammelt haben. Leider nicht unendlich Ausdauer zum Sprinten, das wäre cool. Wieder öffnen.
hatten wir auch die Tür hinter uns verschlossen. Wohl wissend, dass wir hier noch reinkommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich jetzt hier alles verteidigen, oder? Be alert. Enemy stubborn. Be alert. Enemy stubborn. Enemy stubborn detected. Enemy stubborn. Den Kampf hier noch ohne das Psi-Tor durchkriegen. Oh, der Blitz war, der hat da ganz schön reingehauen jetzt, ey. Jetzt auch nur aus der Einrichtung kommen, weil wir alles andere verriegelt haben, ist natürlich auch eine gute Frage. Ne? Okay. Missionsziel erfüllt. Mission success, brother. Go to your assigned battle zone with your command squad. Okay. Natürlich da oben. Hab ich mir fast gedacht. Schon eher gedacht, so hier in der Mitte, wo wir reingekommen sind, aber. Oder sind wir hier reingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, wir sind hier reingekommen, oder? Hier oben gelaufen? Naja, auf jeden Fall müssen wir nach da oben. Da haben wir schön alles hinter uns verschlossen gehabt. Laufen wir mal. Die Frage ist, ob wir unser Tor benutzen oder nicht. Und noch geht es uns relativ gut. Wenn wir jetzt hier schnell durchgerusht bekommen, sollte da auch nicht viel passieren. Okay, die Tür können wir nicht öffnen.
einzige Tür. Okay. Warum können wir die nicht öffnen? Na gut, dann machen wir das. Ja, egal. So. Die hatten doch wir verschlossen, oder? Taste drücke, Leute. So, hier. Das können wir wieder öffnen. Noch ein Psi-Tor mit. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass das jetzt alles umsonst war. So. Einfach nur heilen, wieder zurück. Zieltor geschafft. Nachladen. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Energieklauen. Yay. Und alle so, yay, Energieklauen. Nur unsere Eliminierung gesamt sehen scheiße aus. Ansonsten haben wir uns hier ganz gut geschlagen. Aber weiter hier. So, 4 Punkte. Und hier oben kriegen wir noch mehr Rüstung, oder? Was kriegen wir da? Ja, mehr Rüstung. Und dann gehen wir hier unten einen auf Psi. Und kriegen wir zwar noch nicht die Fähigkeit, aber... To counter our operation, Gene Stealer Human Hybrids attempted to propel a part of the Space Hulk into a gravity well. After a difficult battle, we defeated them. And we destroyed many nests that were supplying the enemy with constant reinforcements. As the aliens fell before our assaults, we gathered more precise information about the location of the ancient ship from Lost Caliban. We drew much ire from the Xenos, but matched it with our righteous hate, and thrust towards the ancient signal like a blade into the heart of our foes. Thank you.
Fehlt die Sounddatei? Anscheinend, ja. Wir orten ein schwaches Dark Angels Peilsendersignal von einem Ort, an dem sich kein Krieger des Ordens befinden sollte. Es stammt scheinbar aus der Ansammlung an Schiffen, in der wir ein altes Dark Angels Schiff vermuten. Ja. Ihr müsst den Ort sichern und dem Ursprung des Peilsenders auf den Grund gehen. Lasst Vorsicht walten, Bruder. Die Geheimnisse der Vergangenheit verfolgen uns. Oh ja. Fünf Relikte gibt's wieder. Und... ich verabschiede mich dann hier von euch für das zweite Kapitel. Aber schön abgeschlossen. Und beim nächsten Mal gibt es dann Kapitel 3. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.